konkret testen wir diesmal Medizinbälle. Warum soll ich mir einen Medizinball zulegen oder was für einen Medizinball soll ich mir zulegen? So, als erstes beschäftigen wir uns erstmal mit dem sogenannten Medizinball, der hier 5 Kilo in Leder, sehr massiv, sehr stabil, kennen wir alle noch aus der Schule, hält also ein Leben lang das ganze Ding. Ist allerdings auch nicht wirklich billig, man kann sehr viele Übungen machen, kostet zwischen 50 und 70 Euro. Das ist also das Klassische, was wir alle kennen. Als zweites habe ich eine Alternative aufgerissen und zwar habe ich in einer Kette, wo es Sportartikel gibt, habe ich sowas gefunden. Diese ganze Geschichte hat gekostet 10 Euro. Ist natürlich schon eine geile Sache, ist auch stabil, gibt ein bisschen nach und man kann alles mitmachen. Hier steht zum Beispiel 4 Pfund drauf, englische Points. Naja, gibt es aber allerdings auch noch in 5 Point und in 3 verschiedenen Größen. Und so liegt aber, wie gesagt, so bei 10 Euro. Wir können fast alle Übungen mitmachen. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, ist sowas schon keine schlechte Geschichte. So, dann habe ich als nächstes im Internet, ich stöbere ja immer überall rum, habe ich geguckt und habe dann sowas gefunden. Der ist auch gut, ich benutze den also in den Gruppen auch und der hält schon, wiegt auch 5 Kilo, hat mit Porto auch, glaube ich, so gekostet, 10 Euro, 10, 11 Euro, ist also eine gute Sache, müsst ihr mal so ein bisschen stöbern, der hat so eine Füllung und lässt sich sehr gut greifen, ist also auch eine schöne Geschichte, können wir uns aus dem Internet bestellen, achtet aber darauf, dass die nicht anfangen und wollen 10 Euro Porto haben oder so eine Scheiße, kann man alles vergessen, 5, 6 Euro ist realistisch. Also wie gesagt, gibt es auch in verschiedenen Größen, 5 Kilo, 4 Kilo, 3 Kilo. Ich habe die also in allen Größen, je nachdem, die Mädels kriegen ein bisschen leichter, die Männer können schon 5 Kilo vertragen. So, nur damit ihr das mal seht, das ist also hier dieser kleinere, der kostet dann irgendwie 7 Euro, der hat 3 Kilo. Aber auch eine schöne Sache mit Porto, wie gesagt, sind wir dann vielleicht irgendwo bei 10 Euro oder so, müsst ihr für euch selber wählen, was da so gewichtsmäßig richtig ist. Wenn ihr ein Teenie seid, vielleicht erstmal mit 3 Kilo anfangen und stöbert mal so ein bisschen. So, und dann zu guter Letzt, so kennen wir den Medizinball natürlich. Mein Tipp noch, das ist hier ein 3 Kilo Ball. Solltet ihr sowas auch mal ein bisschen gucken, bei eBay oder irgendwo gibt es so Plattformen, dass ihr so ein Ding gebraucht kaufen könnt. Natürlich eine geile Sache, vielleicht ein 20er ausgeben, 25 im Höchstfall, je nachdem wie schwer er ist. Und dann habt ihr einen Medizinball, den könnt ihr doch an euren Kinder vererben. Naja, also, so, das waren also so ein paar Tipps. Was kann ich mir zulegen? Weil mit dem Medizinball können wir wirklich viele Übungen machen, die sehr gut und sehr effektiv sind. Könnt ihr auch alleine zu Hause machen, das macht doch keinen Krach. Ist also eine gute Sache. Ich hoffe, dass das Richtige für euch dabei war. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal bei Wie schlage ich jemand K.O.? Teil 3. Ansonsten bedanke ich mich schon mal und wünsche euch allen noch eine schöne Zeit. Euer Rolf. Ciao.